Was geht ab, liebe Freunde? Ich bin so ein Mensch. Ich liebe es oftmals, einfach unterzutauchen, einfach mal die Ruhe zu genießen, so alles hinter mir zu lassen, einfach damit ich wieder Energie tanken kann. Für alle, die jetzt damit irgendwie ein Problem haben mit ihrer Energie oder sonst was, du findest irgendwie keinen Schlaf, keine Ruhe oder sonst was, da finde ich es ganz gut, oftmals einfach unterzutauchen, genau das nur zu machen, was du machen willst, so ohne dass du distracted wirst von außenstehenden Dingen oder sonst was. Du blendest alles mal aus, Social Media, Freunde, Familie, du blendest alles mal aus und tauchst einfach nur unter. Ich finde, das oftmals ist das Allerbeste. Oftmals ist das das Allerbeste, was du brauchst. Einfach mal ein bisschen untertauchen, bisschen weg von Social Media bleiben, weg von Freunden und Familienmitgliedern bleiben und sonst irgendwas. Und einfach nur mal, vielleicht nur zu chillen, zu entspannen oder dich zurückzulehnen. Einfach mal einen Film gucken. Irgendwas, wo du einfach mal abtauchen kannst, chillen kannst, runterkommen kannst. Weil wenn du die ganze Zeit am Gas geben bist und sowas, du brauchst irgendwann mal so einen Tiefpunkt, so einen Moment, wo du runterkommst, wo du einfach mal entspannen kannst. Und ich finde oftmals da diese, vielleicht merkt ihr das dann auch oder sonst was, diese Pausen finde ich dann ganz gut, wo ich dann ein bisschen mehr weg von Social Media bleibe, ein bisschen mehr mir Pausen und Ruhe gönne und sowas. Ich bin auch nur ein Mensch. Ja, ich mache hier alles alleine und manchmal bin ich dann so ein bisschen überfordert. Dann sagt mir mein Körper und mein Verstand, weißt du was, Fabrizio, brauchst mal wieder ein bisschen Pause. Zieh dich mal ein bisschen zurück, tauch mal ein bisschen unter und lad wieder Energie auf. Ich mache das sehr oft so, weil du kannst nicht konstant die ganze Zeit Vollgas geben. Irgendwann kommt dir dieser niedrige Punkt, dieser Tiefpunkt, wo du keine Energie mehr hast. Vor allem, wenn du vorher die ganze Zeit Vollgas gegeben hast, ja, beispielsweise du hattest wenig Schlaf in letzter Zeit. Und willst jetzt trotzdem die ganze Zeit Vollgas geben, das geht nicht. Und die ganze Zeit dann wenig Schlaf hattest, viel geackert hast und sowas, irgendwann kommt dieser Tiefpunkt und dein Körper sagt einfach nur, ey, stopp jetzt mal, mach jetzt mal hier langsam, ich brauche hier mal ein bisschen Rest, ich brauche hier mal klaren Kopf, jetzt muss mal alles ausgeblendet werden, jetzt muss mal alles weggeschafft werden, die ganzen Distractions, die ganzen Ablenkungen, die ganzen Dinge, die ich die ganze Zeit tue, das muss mal alles bisschen stoppen jetzt. Ich muss jetzt erstmal hier wieder Energie auftanken und sowas. Das ist okay. Ist okay, temporär mal einen Stopp einzulegen, damit man im Nachhinein wieder Vollgas geben kann. Das ist okay. In diesem Stopp zu bleiben, die ganze Zeit dann dauerhaft stehen zu bleiben, das ist natürlich nicht okay. Aber mal diesen kurzen Stopp da zu machen, diesen Halt da zu machen, damit du jetzt wieder Energie tanken kannst, das ist super essentiell. Ich mache das sehr oft. Ich mache das sehr oft, wo ich dann einfach mal weniger mache als sonst, Energie tanke, Inspiration tanke, alles, dann tanke ich alles, Energie, Inspiration und sowas, ja, Kraft und sowas und Durchhaltevermögen und alles tanke ich dann wieder, damit ich wieder danach Vollgas geben kann. Manchmal dauert das ein paar Tage. Manchmal dauert das vielleicht sogar fast eine Woche oder sowas. Ist okay. Ist okay, sich mal eine Auszeit zu gönnen, damit du wieder Vollgas geben kannst. Ist okay, unterzutauchen. Lass dich da auch von keinem irgendwie dann aus deinem Moment da rausziehen. So, warum tauchst du jetzt gerade unter? Aber wir brauchen dich doch. Aber dies, aber das, aber jenes. Das muss alles weggeschafft werden. So Menschen, so intolerante Menschen, die dich nicht verstehen, die deine Beweggründe nicht verstehen, müssen aus der Welt geschafft werden. So die keine Toleranz haben, die keinen Respekt haben, die kein Verständnis haben, diese Menschen müssen sowieso weg. Du dürftest gar nicht, meiner Meinung nach, Menschen in deiner Umgebung haben, die dich nicht freilassen, die dir keinen Freiraum bieten oder lassen, wenn es wie du es willst. Solche Menschen sollten schon gar nicht in deinem Leben sein, meiner Meinung nach. Wie denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Aber ich für meinen Teil, ich weiß, ich will Menschen haben, die mich verstehen. Wenigstens mal verstehen.
Die müssen nicht mit mir mitmachen oder sonst irgendwas. Nein, die müssen einfach nur verstehen. Verständnis haben. Verständnis, okay, der braucht jetzt seine Zeit, der zieht sich jetzt gerade so ein bisschen zurück, alles klar, lass den mal machen. Lass den mal sich zurückziehen, der wird eh wieder kommen und dann ist wieder alles beim Alten, nur der braucht jetzt kurz mal seine Energie, seinen Rückzug. Okay, ich gönne ihm jetzt den Rückzug da, damit er wieder Energie tanken kann und damit wir wieder Vollgas geben können. Das sind coole Menschen, aber Menschen, die dir dann deswegen Probleme machen, oh, warum ziehst du dich immer zurück, oh, aber ich brauche dich doch, du kannst mich nicht hängen lassen, aber dies, aber das. Das sind Störfaktoren, die dir aus dem, die dich quasi nur negativ belasten. Und alle Störfaktoren müssen ab jetzt beseitigt werden. Das heißt, Menschen, die dich nicht respektieren, die dich nicht verstehen, die dir das Leben schwer machen, die ständig nur deine Aufmerksamkeit und deine Zeit brauchen und wollen, müssen aus dem Leben geschafft werden. Menschen, die dich absolut nicht verstehen können und sonst was, deine Beweggründe nicht verstehen und sowas nicht verstehen wollen, warum du jetzt gerade eine Auszeit brauchst. Ach, warum brauchst diese Menschen auch, die so dann kommen, ach, warum brauchst du jetzt eine Auszeit? Du hast doch noch gar nicht richtig gearbeitet und bla bla bla. Lauter so dumme Sprüche. Ja, die sehen gar nicht, was du die ganze Zeit tust, haben gar keinen Plan, sehen dich dann einmal, oh, was brauchst du an einer Auszeit? Oh, wir wollten noch chillen, oh, wir wollten noch. Lass diese Menschen sein. Glaub es mir, lass diese Menschen sein, die nicht einmal deinen Grind sehen. Jetzt sehen sie dich einmal, wollen was mit dir machen. Jetzt sagst du zu denen aber, ey, ich brauche gerade eine Auszeit. Und jetzt kommt die, wie Auszeit, du nimmst doch immer Auszeit. Oh. Hast du noch gar nicht richtig gearbeitet, ach, du weißt doch gar nicht, was Arbeit ist, ach, Auszeit, das musst du dir erstmal verdienen und lauter so ein Scheiß, wie manche Leute einfach, manche respektlosen Leute einfach dann kommen. Mir geht es sehr viel um Respekt. Wenn ich merke, eine Person gibt mir nicht den Respekt, den ich gebe, denn ich gebe immer Respekt. Ich bin ein sehr respektvoller Mensch. Sobald ich das merke, war es das. Ich gebe mich mit Respektlosigkeit nicht ab. Absolut nicht. Deswegen, in meinem Leben dreht sich alles um Respekt. Und das sollte es meiner Meinung nach bei jedem so sein. Das sollte bei meiner Meinung nach bei jedem so sein. Es sollte sich alles um Respekt drehen. Menschen, die dich respektieren, die dir deinen Freiraum lassen und sowas, cool. Menschen aber, die deinen Freiraum nicht respektieren, dein Abtauchen nicht respektieren, ja, dass du ab und zu einfach mal abtauchst. Ich bin halt so, ich weiß jetzt nicht, für wen diese Message ist, aber wenn du so ein Mensch bist, du tauchst ab und zu mal ab, du tauchst einfach mal ab in deine eigene Welt. So, ich tauche sehr oft ab, ich tauche sehr oft ab, wo ich dann einfach abtauche, einfach nur mein Ding mache, einfach mich auf mich konzentriere, gar nicht mal so auf andere, dann scheiße ich auf E-Mails, auf Social Media, auf alles. Ich scheiße auf alles, ich mache einfach nur das, was ich machen will und sowas, wenn das dann heißt, ich gehe beim schönen Wetter raus und fahre mit dem Bike, dann fahre ich mit dem Bike. Wenn das heißt, ich lese mir irgendwas durch, dann lese ich mir irgendwas durch. Wenn das heißt, ich gucke einen Film, dann gucke ich einen Film. Wenn das heißt, ich chill den ganzen Tag zu Hause und esse nur, dann ist das halt so. Manchmal brauchen wir einfach das. Manchmal brauchen wir einfach das. Einfach mal dieses Runterkommen, diesen Frieden in dein Leben bringen. Mann, du musst einfach Frieden in dein Leben bringen. Frieden und Gelassenheit ist das Allerwichtigste. Respekt, Frieden und Gelassenheit, finde ich, ist das Allerwichtigste im Leben. Allerwichtigste im Leben. Wenn du keinen Respekt hast, wer bist du? Wenn du keinen Frieden hast, wer bist du? Wenn du keine Gelassenheit hast, wer bist du? Du bist wahnsinnig dann. Du wirst wahnsinnig dann. Drehst am Rad und sowas. Deswegen finde ich es ja so wichtig, oftmals abzutauchen, damit du nicht am Rad drehst. Weil wenn du die ganze Zeit nur am Ackern bist, guck dir die meisten Menschen an, die jeden Tag nur am Ackern sind und sich keine Pausen gönnen und sowas. Ich habe das oft erlebt. So Workaholics, ja, die jeden Tag am Arbeiten sind, immer Ja sagen, immer Überstunden machen, immer selbstverständlich da sind, die sind irgendwann komplett am Arsch. Die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Warum? Weil sie sich diese Pausen nicht gönnen, weil sie nicht mal untertauchen, weil sie nicht mal auf sich selbst hören. Die ganze Zeit machen sie nur was für andere. Mach auch mal was für dich. Das ist jetzt die Message dieses Videos. Mach auch mal was für dich. Nicht nur die ganze Zeit da draußen sein und ackern und arbeiten und machen und sowas. Auch mal sich eine Pause gönnen, sich nach hinten lehnen. Einfach mal chillen, entspannen, um wieder Energie zu tanken. Denn du kannst nicht ständig mit 100% arbeiten. Wenn du nicht mal diese 100% für deinen Tag hast, weil du schon an vorherigen Tagen alles verschwendet hast. Und jetzt hast du keine Energie mehr am dritten Tag, weil du an den vorherigen 2 Tagen alles verschwendet hast. Weil, wisst ihr, was ich meine? Manchmal musst du einfach, du verschwendest sehr viel Energie an den vorherigen Tagen. An den nächsten Tagen musst du einfach diese Energie wieder
aufbauen, aufnehmen, sammeln, nenn es wie du es willst, damit du sie wieder an den übernächsten Tagen verbrauchen kannst. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Deswegen, Leute, geht mit eurer Energie sehr weise um, verschwendet sie nicht einfach so links und rechts für alles und für jeden und sowas. Das ist ja auch die Messages hinter diesen Videos. Deswegen, denkt mal darüber nach und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder in den nächsten Videos seid und euch diese anschaut. Auf jeden Fall, ich denke jetzt und hoffe jetzt, dass ich wieder bisschen mehr aktiver bin, ein bisschen mehr als ein Video machen und sowas. Ich will jetzt wieder ein bisschen mehr Gas geben, habe diese kleine Pause auf jeden Fall gut gebraucht. So, man sollte auch meiner Meinung nach nicht immer die ganze Zeit auf Social Media sein. Man braucht auch auf jeden Fall gewisse Pausen von Social Media. Ist schon wichtig. Ist schon wichtig, sich gewisse Pausen zu gönnen von Social Media, denn wenn man die ganze Zeit da drin ist und sowas, ist nicht immer so gut. Deswegen, Pausen sind sehr wichtig. Wie denkt ihr darüber? Schreibt gerne in die Kommentare. Wenn ihr ein persönliches Coaching brauchen solltet mit mir, wegen was auch immer, wir können über alles reden, guckt mal in die Videobeschreibung oder in die Kanalbeschreibung. Dort sind alle Links verteilt, wo und wie ihr mich da persönlich kontaktieren könnt dafür. Deswegen und auf diesem Weg wünsche ich euch auf jeden Fall nur das Beste, viel Erfolg, zieht durch, ja, und vergesst niemals eure Pausen, euren Rückzugsort. Vielleicht müsst ihr euch auch so einen extra Rückzugsort schaffen, wo du dann sagst, okay, wenn ich hier hingehe, hier ziehe ich mich immer zurück. Egal, was dir da hilft, tu es. Denn ich finde das immer essentiell. Das vergessen nämlich viele, wenn sie im harten Ackern sind, so einen gewissen Rückzugsort zu haben. Es ist immer wichtig, so eine gewisse Balance zu haben. Du kannst nicht die ganze Zeit, wie gesagt, Vollgas geben, ohne dass du dich mal zurückziehst. Ohne dass du mal Frieden und Gelassenheit hast und Ruhe hast und sonst was. Denk mal drüber nach. Peace.